Niemand hat es gesagt, dass es einfach ist, Gewürze selber zu machen. Aber seit ihr mich kennt, ist es ganz einfach und wirklich easy, Gewürzmischungen selber zu machen. Und hier kommt mal wieder eine sensationell leckere Gewürzmischung für Grillfisch. Wie ihr die hinbekommt, das verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Zugegeben, es sind einige Gewürze, aber so schlimm wie es aussieht, ist es nicht. Man muss nur das richtige Mischungsverhältnis kennen und wissen, was man mit den Gewürzen vorher macht. Hier kommen schon mal sämtliche Gewürze im Überblick. Tut euch selber den Gefallen und schmeißt sie nicht wahllos zusammen. Das gibt nur Murks. Schaut euch dieses Video weiter an, dann wisst ihr, wie die Gewürze behandelt werden müssen. Denn eine Zutat seht ihr hier nicht, die ist aber für Grillfischgewürz die wichtigste. Und die verrate ich euch im Laufe dieses Videos. Zunächst müssen einige grobe und harte Gewürze gemahlen werden. Die da wären die Zwiebeln, der Pfeffer, die Petersilie, Basilikum, Senfmehl, Thymian, Rosmarin, Oregano, Fenchel und das Bohnenkraut. Das alles kommt zusammen in den Mixer und wird gemahlen. Es muss nicht puderzuckerfein sein. Jetzt kommen die anderen Gewürze hinzu und es kommt jetzt noch die Geheimzutat dazu. Damit die Gewürze beim Grillen am Fisch haften bleiben, kommt jetzt noch ein Teelöffel Speisestärke hinzu. Ihr könnt da Maismehl oder auch Kartoffelmehl nehmen. Weiter geht's mit allen anderen Gewürzen. Alles gut vermengen und dann kann alles in ein Schraubglas abgefüllt werden. Wenn ihr die Mengenangaben einhaltet, solltet ihr ungefähr 55 Gramm herausbekommen. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachmachen und vor allem lasst es euch schmecken, weil dieses Gewürz ist sensationell. Weitere Gewürze und Gewürzmischungen könnt ihr hier oben in meiner Playlist nachschauen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.